Die österreichische Regierung, der österreichische Staat, der wird Mehreinnahmen von 7,5 bis 11 Milliarden Euro haben. Und das alleine aus den Jahren 2022 und 2023. Zu diesem Schluss kommt die Denkfabrik Agenda Austria nach einer aktuellen Studie, die nun veröffentlicht worden ist. Insgesamt sind 3 Szenarien durchgespielt worden. Laut diesen Szenarien wird es wohl auch aktuell eher so sein, dass es die 11 Milliarden Euro werden. Denn die Inflation, die ist auf Rekordniveau. Im März dieses Jahres, da lag sie bei 6,8%, wenn man es mit dem März des Vorjahres vergleicht. Man merkt es natürlich auch im Alltag, die Spritpreise, die sind gestiegen. Auch das Netto-Einkaufswagerl, wie es umgangssprachlich genannt wird, das ist um 3 bis 4 Euro teurer als im Vergleichszeitraum von letzten Jahr. Und das ist auch in der Bevölkerung angekommen. Die fühlen sich, um auch einen Verweis auf das aktuelle Wetter zu bringen, tatsächlich im Regen stehen gelassen. Ich habe sowohl gestern als auch heute mit vielen Leuten gesprochen. Die fühlen sich auch tatsächlich so, als ob gar nicht auf sie gehört wird, und die fordern, dass die Steuern gesenkt werden. Eben die Lohnsteuer, die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, auch die Lohnnebenkosten, die sind zu hoch, wenn es nach den Personen geht, und da soll auf jeden Fall was gemacht werden. Jedoch kommt die Kritik nicht nur eben von der allgemeinen Bevölkerung in Österreich, sondern auch selbstverständlich von den Oppositionsparteien. Vor allem in Stellung gebracht haben sich davon der FPÖ Herbert Kickl, von der SPÖ der stellvertretende Clubvorsitzende Jörg Leichtfried und von den EOS auf Wirtschaftssprecher Gerald Loacker. Der einhellige Tenor ist eben, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden, dass die kalte Progression abgeschafft wird. Und eine große Sorge ist, besonders auch von den Oppositionsparteien, dass sich die Regierung das auf die Fahnen heftet, dass so auch zum Beispiel die Staatsschulden gesenkt werden könnten. Und dass es da wirklich eine transparente Aufklärung geben wird. Wie geht es jetzt nun ganz konkret weiter? Finanzminister Magnus Brunner, der wird voraussichtlich ein Statement abgeben, noch in dieser Woche, spätestens in der folgenden Woche, und möglicherweise auch schon Maßnahmen ankündigen. Denn eine Sache, die ist ganz fix von selbst, da wird nichts davon abflauen, von dieser heftigen Kritik. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die werden auf jeden Fall weisen, wie es weitergeht.